Vor der Inbetriebnahme des GARDENA Mähroboters entfernen Sie bitte Fremdkörper wie Tannenzapfen, Kinderspielzeug oder kleinere Hindernisse vom Rasen. Schalten Sie dann den Hauptschalter ein und setzen Sie den Mäher in die Ladestation. Drücken Sie den STOP-Knopf und öffnen Sie die Abdeckung und folgen Sie dem Startassistenten. Wenn Sie es vorziehen, können Sie Ihren Mäher einfach mit den werkseitigen Standardeinstellungen arbeiten lassen. Wir empfehlen jedoch, dass Sie Ihre persönlichen Einstellungen den Gegebenheiten Ihres Gartens anpassen. Detaillierte Menü-Einstellungen.